Und herzlich willkommen zur, ich weiß nicht mehr inzwischen, ich glaube 12. Folge ist es nun mal. Ja. Und ja, wir bauen uns hier gerade einen Went of Apparentis. This Went currently Apparentis. Das heißt, wir haben bald Zauber. Wir können bald zaubern. Hui. Harry Proper, ja super. Nein, wir brauchen unbedingt jetzt noch so ein... ja, da mache ich jetzt erstmal ein paar von. Warte mal, wo haben wir Holz? Wo ist Holz? Ich habe Holz dabei, wenn du es brauchst. Ja, nee, ich guck mal. Marius, wir haben irgendwo hast noch was. Dieses dunkle Holz, also Tannenbaumholz. Fichtenholz. Treibsenholz. Ja, habe ich. Ja, willst du auch was davon haben? Er fragt dich nur. Ich finde das lustig, das Zeug. Ach so, Zeug. Na dann. Ey, Justus, kannst du mir das jetzt geben? Fichtenholz, ja, ich bin unterwegs. Fichtenholz, findest du lustig? Ich bin Justus hinter dir, aber auch egal. Ja, ist mir egal, ich geh jetzt wieder runter. Boah, das war knapp. Aha. Jetzt kommt der mir auch noch hinterher. Ah, ne, da ein Jetpack. Vorsicht, Skelett. Ich verpiss mich. Jetzt bleibt er stehen und gib mir das verschissene Holz. Wo bist du denn? Du bist gerade von dem Gillette. Ja, hinter dir. Von dem Gillette geflüchtet. Bei dem Gillette. Vor dem Rasierer. Sauber. Du kannst auch mir etwas mehr geben. Ich hab nicht mehr. Als 19 dürftest du jetzt haben. Nein, 18. 16. 24. Wovon? Marco. Hä, was? Wovon? Weiß ich nicht, ich hab nur eine Zahl gesagt. Oh Mann. Darf ich auch eine Zahl sagen? Nein. Von 137. Ich sag's trotzdem. Genau, Lukas. Da war nichts anderes haben, nehme ich dann auch das. Ah, Skelett, aua! Was hättet ihr davon, wenn wir jetzt mal in die Haie gehen? Nicht viel. Ich bin im Haus, nee, im Haus nicht, das ist egal. Komm. Nö, geht nicht. Ach, Lukas ist ja noch weg. Lukas, und ich werde so schnell auch nicht wiederkommen. Dann, Leute, ich du kannst mal eben auch disconnecten. Du kannst auch mal eben disconnecten, das geht auch. Marco, wir müssen... Nacht durch. Ja, aber ich muss Holz farben, weil wir haben nämlich kein Holz mehr. Feiern die ganze Nacht. Ach, jetzt hab ich da ein Glas hingesetzt. Nee, wir haben ernsthaft Marco, wir kein Holz mehr. Und wir haben nur 31 Treppen gemacht. Die werden wir noch alle verballern für das Dach. Wer sagte, wer hätte noch Holz bei, sonst baue ich hier immer eben das Haus ab. Ja, jetzt nicht mehr. Super. Ich hab noch Holz. Das Haus abzubauen, baue ich dein Leben ab. Oh mein Gott. Wir haben gar kein Gästebett, fällt mir gerade auf. Und? Was ist denn mitbringen? Ach komm, einer von uns bin auf dem Boden. Ah nee, ganz mal, das war... Weißt du, das war gar nicht mein Bett. Hey, Spinnenauge plus Dings, dankeschön. Ey, jetzt schaffst du es. Oh, Steel Pack. Ich habe mir jetzt das Steel Axe gemacht. Wieso holze ich jetzt eigentlich das nächste ab, was hier ist? Vor allem, das muss ich jetzt auch noch ganz abholzen. Was ist das? Lukas, wo bist du? Hier. Irgendwo in der Höhle. Ich weiß es nicht mehr. Eine Serie. Hast du ganz toll gemacht. Echt, ey. Du bist so unfähig. Ja. Ja. Cool. Er freut sich ein Gummiball. Ach, so ein Jetpack ist doch schon... Lukas, du hast, glaube ich, immer noch kein Jetpack, oder? Nö, habe... Woher denn? Hast du Tin? Hast du Tin? Ja, ich wollte ja eigentlich für ihn eins mitmachen, aber irgendwie... Nee, Marco, ich habe gar nichts. Ja, Nee, nicht lustig. Doch, lustig. Oh, ich habe eine rohe Kartoffel. Schrei doch nicht so, Junge. Ich habe, glaube ich, noch eine rohe Kartoffel. Hallo? Ich glaube, ich da letztens welche liegen gelassen, weil wir so viele hatten. Hast du die alle gefressen oder was? Nein, wir müssen die anbauen, die Kartoffeln. Ja, und du hast die alle gebacken oder was? Ja, ich habe 22. Du bist so dämlich, ey. Deine Mama ist so dämlich. Nein. Lass mal seine Mutter jetzt aus dem Spiel. Boah, ich dachte gerade, ihm kommt ein Creeper rein, Kevin, weil ich deinen Skin gesehen habe. Ja, der ist ein wenig hinderlich, der Skin. Boah, ich bin jetzt erschrocken, ey.
Das nächste, was hier draufkommt, ist Tree Assist oder sowas. Was? Ja, nächste, dafür, was bin hier drauf dafür bin ich auch. Wobei, nee, wir können ja uns ja bald, wenn wir mit dem Zaubern fortgeschritten sind, können wir uns so Dings machen. So, warte mal. Diese Super Axt. Der Fahrer ist Super Axt, Marco. Und Marco ist weg. Super Axt gibt nicht. Es nicht. Warum nicht? Ich war nur ganz kurz weg. Also, was? Ich will aber eine Super Axt. Ja, die gibt es noch nicht, weil ich noch nicht so weit bin mit dem Dings. Darf ich einen Plattenspieler machen? Wir haben keine Dias. Nein! Doch, wir haben einen Dia. Nein, haben wir nicht mehr. Ach, du bist so ein Hempel. Ich habe jetzt ein Diamantschwert, eine Diamantpickaxe. Marco, wie macht man Stahl? Und die Marco, eine so Diamant hoch. Stahl. Nein, Stahl, oh. Weiß ich Marco, nicht. Marco, wie macht. Ja. Habe ich keine also, Ahnung. Aussieht, ich habe unten Stahlaxe. Lukas ist jetzt vom Stuhl gefallen? Ich habe gerade irgendwas rumpeln hören. Nee, Lukas? Ich hab mich nur irgendwie. Lukas ist nein, vom Stuhl ist gefallen. Jetzt ist er vor den Tisch gehauen. Ich habe gerade 63 Werkbänke gemacht. Scheiße. Willkommen zu Let's Play Rohstoffe verschwenden. Ja, sorry, ich das wollte so eigentlich, also ich wollte eigentlich weniger machen. Also irgendwie ja. Sind, also diese ja, Tische sind scheiße. Machen, ja, eigentlich, also eigentlich, ja genau. Kinder nochmal Holz farmen. Das hoffe ich aber. Aber das Einzige, dass wir immer so viele Bäume geflammt haben. Ja, wir hatten vorher aber auch kein Holz, von daher, ich habe nur den Stack, den ich gerade gefarmt habe, praktisch wieder in die Wickeln gehauen. Aha. Wollen wir eigentlich auch so eigene Zimmer Jesus? Machen, fällt mir gerade mal ein. So auch mit privater Truhe. Nein, keine Etage, nur Zimmer. Ich habe ja letztes Mal schon mit Kevin über die Zimmereinteilung diskutiert, aber irgendwie sind wir auf keinen grünen Zweig gekommen. Wir machen Zimmer und fertig. Da passen ein paar Truhen rein und also ich fertig. Würde sagen, dass man Rüstung und sowas mal ablegen kann. Das war eins. Du weißt schon, dass wir zusammen doch dann deutlich mehr können. Wäre ich jetzt protzig, würde ich sagen, das schaffe ich alleine mehr besser als ihr alle zusammen. Nein. Das hast du eigentlich bei Ticket öfters gesagt. Ja, das stimmt auch. Weil ich mehr spiele. Kann ich mal eben die Quadratmeterzahl ausrechnen? Ja, kannst du. Drück mal F9. Was ist das denn? Die Chunks. Die meisten haben nämlich die Aufnahmetaste auf F9, weil Standardeinstellung Fraps. Und jedes Mal, wenn man dem Server joint auf Feed the Beast. Es geht ein Chunk dem Dings. Direkt durch. Also unser Haus steht direkt in einem Chunk. Ja, deswegen brauchen wir einen Chunkloader. Achso, kann sich darum vielleicht mal einer kümmern? Nein. Ja, nee, nein, müssen wir auch jetzt noch nicht machen. Ja, da brauchen wir Enderperlen für. Aber die können wir uns aus Eisen machen. Und Dias. Nein, nur Enderperlen. Kevin? Ja, Dias. Kevin. So, und auch Dias. Kevin? Wir brauchen keine Dias. Ja, was? Ich habe meine Eisenachs verloren. Wir können nee, uns auch einen World Anchor machen. Nee, den hier die Treppe, die hier ist, so oh Leute, um die ich Ecke, bin so doof. Da baller ich die ganze Zeit ihr vor. Ihr überhört mich einfach, aber dabei habe ich einfach Mikro ausgehabt. Oh, Junge. Ich würde sagen, dass ich Uranohr gefunden habe. Schön mit sehr schön. Interessiert also, keinen, warum ich nicht auf Atomkraft setze. Alter, ich dachte, warum antworten die mir nicht? Wir mögen dich nicht. Ja, genau, hau ab. Ja, mach ich. Du bist nur Gast, weil du das Ganze dann etwas interessanter machst. Ich freue mich übrigens schon, an dieser Stelle mal eine kleine Ankündigung. Der Gute, warte kurz, ich muss eben nachspicken, weil ich es nicht auswendig nein, weiß. Jetzt kündigst du den auch noch an. Hm? Ja, ich kündige den auch noch an. Alex. So, ah, Alex. Ja, okay. Natürlich. Also Alex, also ein Kumpel von uns, kommt dann auch mal so ein paar Folgen als Gastarbeiter mit. Der Gute, warte, Alex 070298 wird uns im Let's Play auch mal besuchen und hoffentlich irgendwas schön gesagt. Interessantes tun. Alex, ja bitte. Ich hätte das erste, was er baut, ist eine Nuke und er setzt sie in unser Haus. Und ein Erdpenis.
Der ist gigantisch. Das stimmt. Der ist dann auch so ein alter Minecraftler wie alle, also alle bis auf Gavin und mir. Was heißt Gavin und mir? So viel habe ich jetzt auch nicht gezockt. Nein, das meine ich nur nicht. Ich habe eine Truhe gefunden. Hast inzwischen noch mehr Ticket gezockt als Minecraft, deswegen. Das kommt hin. Kannst du das nochmal wiederholen? Ich habe nicht Tin verstanden. Tin hast du? Wie viel Tin hast du? Danke. Dann kann ich dir auch noch ein Jetpack machen. Mit 3 kommst du nicht weit. 7 Koks. Koks. Ja, das ist natürlich das erste, was du willst. Guck dir die Teppe an. Ist sie jetzt besser? Warte, ich bin sofort da. Melonsamen. Ich mach eben noch ein bisschen was auf Kräuter. Und hier kommt unser geiles Dachen. Wir hatten hier schon wieder den Boden gebuddelt. Melonensamen mitnehmen. Geht das jetzt an? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich nehm's einfach mit. Wobei doch, ja, nimm sie mit. Und der Ölfläche. Nimm sie hart mit. Wieso gehen diese fucking Shader nicht? Nein, nicht solche Kraftausdrücke hier. Diese super tollen Shader, die aber auf Ticket nicht gehen. Diese super tollen Shader, was ich dir jetzt total abkaufe. Nee, die sind wirklich super. Toll, mega geil. Super. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Ja, die sind auch super. Weil normal könnte ich theoretisch sogar mit Dings aufnehmen. Was? Was hast du gerade gesagt? Hm? Lukas. Ich? Noch ja, das ist schon klar. Du hast ja auch einen Laptop. Und auf Laptops laufen die generell nur ab Preisklasse 200.000 Euro auf. Ja, mit 2000 Euro aufwärts, so ungefähr. 2000 Euro. Und dann auch nur so bedingt. Hey, ich hab tatsächlich eine Wend auf Aperitifs. Heißt? Aperitif. Keine Ahnung. Das aber. Ja, das heißt, Marco ist schwul. Nee. Applaus, Applaus. Ah ne, dürfen wir ja gar nicht singen. Warum Applaus? Dann eben, was kann man denn, was ist das Gegenteil von Applaus? Deine Mutter. Schreibt's in die Kommentare. A. B. Applaus. Warum schreist du immer so? Ja, jetzt mal ernsthaft. Du schreist generell immer. Oh, wir haben noch Eisen hier drin. Oh, wir haben noch Lava hier drin. Was sagt der Timer? Tic-Tac. Ja, im Weiß Zweifel drauf. Schon. Ich hatte keinen Bock mehr, Leute. Ich bin wieder der. Ist mir auch scheißegal. Ich hab mich auch zum Beispiel teleportiert, als wir hier die. Telefoniert. Ich hatte auch telefoniert. Unsichtbar. Ich bin aufgekommen zu stehen. Marco, jetzt nicht mehr? Jetzt nicht mehr? Doch. Marco, ich sehe den nicht. Geh mal vom Server. Geh mal vom Server. Ich sehe nur gleich mal ganz professionell was trinken, aber ich hab nichts zu trinken. Ja, das hatte ich auch gerade. Das sieht ganz lustig aus. Marco, mach mal eine Truhe auf. Warte mal ganz kurz. Mein Laptop sagt gerade irgendwie doofe Töne. Er hat da Musik angemacht. Nee, ich hatte da nicht Musik angemacht. Das ist Kevin, wieso klopfst du nicht mit dem Skelett? Ich hab hier so ein Browser-Add-on, dieses Faster Chrome oder wie das heißt. Und das macht nur Scheiße. Wieso leftest du das Game? Er mag's nicht mehr. Oh Leute, irgendwie spackt das bei mir gerade voll rum. Ich kann keine Öfen öffnen. Das dauert ein bisschen, musst du warten. Nö, bei mir ist es sofort. Wenn du schon bist, warte. Und ich beende mal kurz. Ja, mach mal. Zur Not starte ich gleich in der Aufnahmepause den Links nochmal neu. Warum lacht der jetzt schon wieder? Kannst du dich einmal die Fresse halten? Genau, halt mal die Fresse. Na, wieso bin ich jetzt draußen? Die Irritation ist da immer. Kann das sein, dass es hier nur Nacht ist? Ach, es ist kälter als draußen. Warum seid ihr jetzt alle auf einmal in der Hütte? In der Hütte. Kuscheln, Hausparty! Hausparty! Würstchenparty! Genau. Eckerhaft. Eckerhaft. Erdbeerkäse. Wie was für mich Abfall. Zur Not esse ich auch Klopapier. Das glaube ich dir gern. Boah, weißt du, ich hatte gerade Obstsalat. Auf Klopapier? Ja. Auf Klopapier. Ja. Obstsalat und Klopapier, war lecker. Stell ich mir gut vor. Marco, was hältst du davon, wenn wir unsere Holzwände mit schwarzer Farbe anmachen? Ich will nicht rein. Halt nicht von deiner Mama. Ja, ich versteck mich jetzt hinter versuchen, aber ich weiß einem Zeppelin. Ich weiß gar nicht, von deiner Mama. Deiner Mutter!
eure Messer. Ah, Schleichangriff! Aua! Verreckung, so, Mistviech! Nein! Das meint er doch jetzt nicht ernsthaft. Haben wir immer blaue Charts? Marco, kann man eine vollautomatische Farm bauen? Kevin, ich helfe dir gerne. Ja, also kann eine, die sich automatisch bewässert, eine, die sich automatisch wieder anbaut und erntet. Ist das möglich, Marco? Theoretisch ist alles möglich, aber nochmal die Frage... Oh, jetzt regnet da schon wieder. Nochmal die Frage, hat irgendjemand von euch so gelbe oder Dings, so gelbe oder blaue Charts, diese komischen Pille? Ein Gewitter. Ich wollte eigentlich gerade mal spontan Toggle Downfall machen, aber ich hab's da mal gelassen. Wieso habe ich eigentlich immer noch diese komischen Dinger hier? Marco, Teleport ist ja auch im echten Leben möglich, aber so, Marco, wenn es dir was bringt, ich hab Kartoffeln dabei. Marco, was sagt die Uhr? Boah, das ist laut gerade. Machen? Können wir mal versuchen, bitte zu schlafen? Wir 3 Minuten, sagt die Uhr. Och, ja, okay. In der Zeit können wir ins Bett gehen. Ja, es wird gerade tatsächlich dunkel. Justus, mach mal ein Gästebett. Ja, dann mach ich eben mein Gästebett. Oh ja. Wieso gibst du mir das zum Auftrag und machst es dann selber? Ja, weil du zu langsam bist. Wie ein Gastarbeiter. Ja, ich hab schon ein Bett. Ja, dann ist gut, dann kommen wir hoch. Oder Lukas darf im Keller pennen. Wenn das Spiel mal wieder lädt. Ja. Wieso muss er da schlafen? Weil da der Ofen ist und es da angenehm warm ist, wenn es regnet. Ich kann auch im Ofen schlafen. Ja, das ist zu warm. Im Ofen? Wobei, nee, warte mal, jetzt ist mein Kopf zu warm. Warte mal. Können wir mal bitte alle kurz pennen gehen? Ja, mach doch. Ja, ich bin schon im Bett. Und Lukas bleibt einfach lockt sich nicht wieder ein, ich sondern bleibt da. Ich starte gerade das Spiel, aber das dauert ja immer. Ja, ist ja wurscht. Justus, einfach. Ich bin auch knacken. Ja, gut. Yay. Ja. Da hat sich das erledigt. Justus, komm mal. Ja, Was denn? Ich habe das Problem gelöst. Das Problem. Du, was für ein Problem? Problem. Achso, jetzt hier so eine Wand. Wie baut man den Scheiß? Okay. Kevin, das sieht zwar etwas. Boah, das sieht ein bisschen klobig aus, aber das kann man, glaube ich, beheben, wenn man da ein Bild vorhängt. Jo, oder Bücherregale. Ja, man hat Chatback neu aufladen. Flöt. Haben wir noch Kohle? Warte mal, ich gehe mal ganz kurz da unten. Chatpack. Ein bisschen Kohle. Chatpack. Und kannst du chatten. Achso, Lukas, dein Jetpack mache ich jetzt direkt, wenn ich hier mit dem Zaubertisch fertig bin. Haben wir wirklich keine Kohle mehr? Das ist unsere ganze Kohle. Ich habe auch keine Kohle. YouTube Money Hater. Nein, wir verdienen keine Kohle. Haben wir eigentlich noch einmal? Wir haben noch nie mal die Monetarisierung. Du kannst es versuchen. Jetzt haben wir gleich keine Kohle mehr. Yay! Ich hab die Mega-Errungenschaft gemacht. Ich brauch was zu futtern. Du wirst ein was Bild. Zu futtern. Schon wieder? Kevin, halt's Maul. Ernsthaft, ey, Marco, du bist den ganzen Tag nur am Fressen. Also hier ja, jetzt aber im mich Spiel. Kritisieren. Ja, weil ich auch mehr mache als ihr oder irgendwie so. Ja? Ich glaub's ja selber nicht. Hm? Ich glaub's ja doch selber nicht. Doch. Bis jetzt schon. Ey, wir können uns einen zweiten Minium-Schirm-Scheiß machen. Minium-Schirm-Scheiß. Ich mach auch direkt mal ein. Ich glaube, wir hatten ja immer noch Trägersteine übrig. Na, die Gaming-Motte ist zurück. Also, ganz kurze Erklärung zur Gaming-Motte. Ja. Diese Gaming-Motte ist bei Justus beim Zocken seit mehreren Jahren immer jeden Abend dabei. Und ich bringe sie jeden Abend um. Er bringt sie jeden Abend um und sie lebt trotzdem immer weiter. Ende der Geschichte. So. Ich weiß nicht warum. Weil sie dich mag. Haben wir eigentlich schon Flachs angebaut? Was? Haben wir überhaupt Flachs? Nee. Ohne Flachs? Nein, Lukas, du bringst sie. Oh, Lukas. Lukas, du hast mich gerade was gefragt. Ah, ja. Warum schreist du so? Wir sind nicht taub. Was? Ich verstehe nicht, ich bin gerade taub geworden. Ja, ich auch schon.
So, der Timer sagt, wir sollen mal Tschüss machen. Ah! Ja, dann würde ich sagen, machen wir auch mal Tschüss. Der hat ja auch ein Schwert, der mich. Nein! Lass mal Kram damit liegen. Ja, würde ich sagen, Justus ist tot und wir machen jetzt eine Aufnahmepause. Jo, bis denn. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Nein, ich drücke jetzt demonstrant nicht auf den Aufnahme-Button. Marco, ich muss jetzt ausmachen. Achso, ja.